herzlich willkommen zur 10. Ausgabe von Sinoco TV. Wow, 10. Ausgabe, Jubiläumsausgabe, das muss gefeiert werden. Heute lasse ich es mal so richtig krachen. So, ich habe mir gestern den Horror-Thriller Der letzte Exorzismus angeguckt, vom Regisseur Daniel Stamm. In der Hauptrolle sehen wir Patrick Fabian als Exorzisten, der, naja, mehr Show-Exorzist, Show-Prediger ist. Also bibeltreue Christen können ihn buchen, um bei Angehörigen den Teufel austreiben zu lassen oder ja, solche Sachen. Gegen Fettkohle, versteht sich. Den Prediger plagen aber so ein bisschen Gewissensbisse, dass er da die Leute eigentlich mehr oder weniger veräppelt. Und er will jetzt noch einen letzten Exorzismus durchziehen und dafür lässt er sich von einem Fernsehteam begleiten, das den ganzen Zauber aufdecken soll. Sein letzter Auftrag ist auf dem Lande irgendwo. Da ist ein besorgter Vater, gespielt von Louis Hertham, dessen Tochter, gespielt von Ashley Bell. Die dreht irgendwie ein bisschen durch, bringt Tiere um und solche Sachen. Und der Vater findet, dass da jetzt ein Exorzist her müsste. Und der Prediger fährt raus aufs Land und zieht da seine Zaubernummer durch und lässt sich schön bezahlen, zählt die Scheine und will auch dann mal wieder gehen. Aber kaum ist er weg, macht die Tochter weiter Schwierigkeiten und der Prediger muss nochmal zurück und ja, dann fängt die Sauerei erst richtig an, denn natürlich ist die Frau von einem richtigen Dämon besessen und auf sowas ist der gute Mann natürlich nicht vorbereitet gewesen. Ich hatte richtig viel Spaß bei dem Film, also der Humor ist super geil, also zynisch und ja, einfach super trocken und ganz, ganz großartig gespielt von Daniel Stamm. Die Art und Weise, wie der Film gedreht ist, ist sehr reportagig, also so ein bisschen wie Stromberg vielleicht, also sehr viele Interviews und dann immer so mit, wie vom Fernsehteam begleitet, eben aus der Sicht, ich glaube bei District 9 war das auch so. Das ist sehr, sehr cool gemacht, der Look, super Ideen. Auf der anderen Seite ist es manchmal ein bisschen anstrengend mit der extrem wackeligen Kamera. Also es ist dann so mit Unschärfen, so ein Autofokus, der sich dann immer irgendwie das Ziel erst sucht und scharf stellt. Und ja, eben wenn es ein bisschen turbulent dazu geht, eben sehr, sehr wackelige Bilder. Das kann ein bisschen anstrengend werden. Der Film ist nicht sonderlich spannend. Also finde ich, ich weiß nicht, ob das so Absicht war, aber ich finde, er ist es nicht. Dennoch macht er sehr viel Spaß. Ich gebe dem Film also 4 von 5 Sternen. Er startet am 30. September 2010 in den deutschen Kinos, ist 87 Minuten lang. Ich habe den Film im Original gesehen und hatte eine Menge Spaß. Ich hoffe, den hast du auch. Beim nächsten Mal gibt es was gibt es denn beim nächsten Mal? Verrückt nach dir, eine Romantic Comedy. Bis dahin, mach's gut. Trailer und Infos zum Film Last Exorcism gibt's wie immer bei sinoco.com. Schau mal vorbei, ich freue mich auf deinen Besuch. Bis dahin, mach's gut. Tschüss.